Hallo, willkommen zur zweiten Episode der Makerschool. Heute geht es um, wie fange ich an? Also letztes Mal ging es noch darum, ihr wollt herausfinden, was ihr werden wollt. Und wahrscheinlich habt ihr schon einige Gedanken. Genau, also ich kann euch nur sagen, wie es bei mir war. Also 2014 war ich dann fertig mit Film. Und mit dem Filmset kam mir die Idee, ich möchte eigentlich Comiczeichner werden, wie schon immer. Und dieses Jahr, nach 4 Jahre Comiczeichnerei, kommt mir gerade die Idee, ich möchte Musik machen. Also wieder so ein ähnlicher Schritt. Und ich möchte nicht einfach nur Musik für mich selber machen, sondern ich möchte auch auftreten. Ich möchte eine Comic- und eine Makerschool aufmachen. Ich möchte Comics zeichnen. Und ich möchte aber auch nicht zu viele Sachen auf einmal machen. Also eigentlich geht es darum, ein simpler Mensch oder Mann zu sein. Und deswegen sage ich mal, habe ich mir das irgendwann aufgeschrieben. Also dieses, was ich Being und Doing. Und das ist sozusagen auch das Thema des heutigen Films. Oft möchte man etwas, zum Beispiel, man möchte etwas sein. Und genau, hier geht es jetzt zum Beispiel um den Traumberuf. Zum Beispiel, ich wollte Comiczeichner sein und Comics machen. Oder hier steht drauf zum Beispiel, also ich habe jetzt wieder angefangen mit einem Hobby und später kommen wir auch nochmal zu den Lehren des Hobbys. Ich möchte Lehrer sein, ich möchte eine Schule aufmachen, ich möchte ein echter Mann sein und ja, guter Liebhaber. Ich möchte viele, viele Sachen können, aber jetzt auch nicht zu viel, vielleicht 10 Stück, weil wenn ihr 1000 Sachen auf einmal machen wollt, dann wahrscheinlich wird es nichts werden. Deswegen müsst ihr euch ein bisschen auch begrenzen. Wir kommen jetzt gleich dazu. Gleichzeitig möchte ich noch das Buch The Now Habit vorstellen. Ich habe noch was anderes vorbereitet, da kommen wir noch dazu. Genau. Also, die Makerschool. Ihr wollt etwas werden oder ihr wollt etwas sein. Oft ist es so ein Wunsch oder irgendwas, was ihr spürt in euch selber. Ich möchte das sein oder ich möchte das in meinem Leben haben. Wir werden jetzt hier speziell auf den Beruf gehen, weil einfach das so die meiste Zeit in Anspruch sein wird und auch sozusagen über euren Beruf wird dann eventuell auch das Geld reinkommen und mit diesem Geld könnt ihr dann auch Sachen machen, die ihr sonst auch machen wollt. Wie zum Beispiel euer Hobby oder euer Leben finanzieren oder euer Reisen. Genau. Der erste Punkt ist eigentlich, also ich habe aufgeschrieben, I want to be this, but you're not. Also zum Beispiel, ich wollte irgendwie schon immer Comics zeichnen, aber ich war kein Comiczeichner. Und dann hat man es probiert meistens. Aber man ist gescheitert. Also man bleibt sozusagen Amateur. Oder man möchte der große Musiker werden. Oder man möchte, wie gesagt, das kommt jetzt drauf an, auf euren Berufswunsch. Aber was auch immer ihr euch vorgestellt habt, was immer euer Wunsch ist, euer Ideal. Oder zum Beispiel, ich möchte eine tolle Freundin haben. Oder ich möchte reisen. Dann oft ist einfach der Wunsch da und der Wunsch ist das Endprodukt. Und vom Endprodukt auszugehen ist ganz gut, weil ihr wisst dann zum Beispiel, das ist das, was ich haben will. Und meistens fangt ihr irgendwo hier unten an oder noch weiter unten. Und dann gilt es sozusagen, diesen Berg zu erklimmen und oben anzukommen und diese Reise zu genießen und dann auch oben diesen Kuchen, den ihr gebacken habt, zu genießen. Und es ist jetzt egal, ob ihr Steuerberater, Metzger, Comiczeichner oder was auch immer euer Vorhaben ist, also egal, ob ihr zum Beispiel sagt, ich habe da eine super tolle Erfindung oder ich würde gern einfach nur von meiner Musik leben wollen. Ich bin mir sicher, dass es einen Prozess gibt und wir finden den jetzt zusammen raus. Genau, also der erste Schritt ist sozusagen zu wissen, was ihr wollt. Das ist oft auch gar kein leichter Schritt, weil manchmal gibt es viele verschiedene Sachen und man ist sich nicht ganz sicher, aber manchmal ist es auch ein Mix, manchmal ist es auch nicht ganz schwarz und weiß. Zum Beispiel, ich liebe die Großstadt, aber ich liebe es auch auf dem Land. Ich liebe es zu reisen, aber manchmal liebt man auch das. Und dann muss man auch seinen eigenen Mix finden. Also niemand kann euch sozusagen diesen Mix für euch machen, den müsst ihr selber rausfinden. Und dieses Gefühl dafür zu finden, da geht es auch in diesem Video darum. Genau. Wichtig ist, ihr habt diesen Wunsch
oder Berufswunsch. Und wenn ihr etwas sein wollt, oder also dieses Being enthält Doing. Ich habe eine verschiedene Liste. Also die Maker School, die möchte sich nicht nur konzentrieren auf euren Berufswunsch, sondern eigentlich auch auf 8 Aspekte. Also ich habe hinten auf meinem Vision Board zum Beispiel Liebe, also das heißt Beziehung, Familie und Freunde, Gesundheit, mentale und spirituelle Wachstum. Dann habt ihr noch Kreativität, die Person, die ihr sein wollt oder wer ihr seid. Also zum Beispiel bei mir ist da drin, ich würde gern eine Mischung aus mehreren Zeichnern sein, aus mehreren Businessleuten, aus mehreren Comedians. Also ihr seht schon, ihr seid nicht nur eine Person oder eindimensional, sondern ihr seid sehr vielschichtig. Und dann habe ich einfach so die Leute aufgeschrieben, die mir gefallen. Also da steht zum Beispiel Jack Kirby drauf, da steht Ryan Gosling drauf, da steht RSD Tyler und Jeffy drauf, Mike Mignola, Greg Capullo. Wie gesagt, Greg Capullo finde ich die Zeichnung ziemlich cool. Er ist nicht ganz mein Stil, aber einfach seine, wie er arbeitet und was er so macht. Und so könnt ihr euch sozusagen auch hinschreiben. Ihr könnt euch auch ein Vision Board zusammenstellen oder euch auch einfach runterladen oder euch aufschreiben, was ihr mögt in eurem Leben, wie es aussehen soll. Und wenn ihr sozusagen das aufgeschrieben habt, was ihr sein wollt, bei mir steht zum Beispiel Real Man und Lover, das ist so ein Ding, das zieht sich bei mir durch. Comic Writer und Artist, das möchte ich auch werden. Musician, das ist ein Teil, den habe ich lange schleifen lassen, weil ich eben nie genau wusste, wie ich da einsteige. Und aber ich sehe mich auf jeden Fall auch schon auf irgendwelchen Bühnen spielen. Jetzt, das muss jetzt nichts Großes sein oder ich weiß jetzt nicht, man braucht wahrscheinlich sehr viel Übung, aber ich möchte, das ist was, was ich möchte, wirklich einfach, mir macht es Spaß und ich möchte diesen Spaß teilen. Insofern ist es ein Ziel. Ich möchte irgendwann zusammenleben mit Leuten, die mich schätzen. Ich möchte aufstehen und da, ich möchte Leute dort sehen, die auch ein cooles Leben haben. Und ich möchte anfangen, solche Sachen aufzubauen, damit wir nicht alle so isoliert leben, weil ich habe das Gefühl, es ist okay, wenn man seine kleine Crew hat oder einfach seine kleine Familie. Aber ich habe auch gesehen, dass manchmal zerbrechen solche Familien oder Partnerschaften und dann ist man sofort isoliert und man kennt dann niemanden. Deswegen wäre es schön, wenn man wieder dieses Zusammen mehr zusammenbringt. Gleichzeitig würde ich gerne die Schule aufbauen, ein Business. Ja, also ich habe mehrere Sachen. Und das ist meine Wunschliste. Da steht dann auch meine Reisesachen. Und das heißt, wenn ich diese Sachen sein will, dann muss ich gewisse Sachen tun. Also dieses Being entails Doing. Das heißt, wenn ich groß und fit sein will, dann muss ich wahrscheinlich dafür trainieren oder irgendwas machen. Also oder auch wenn ich fliegen lernen will oder Gitarre lernen will, dann muss ich wissen, was übe ich und wie oft übe ich. Das heißt, es wird zu einer Daily Practice, also zu einer Gewohnheit. Übung und Gewohnheit. Und das ist das, dass zum Beispiel, ihr habt euren Wunschtraum, egal ob das jetzt auch zum Beispiel ist, ihr wollt Star-Musiker werden oder ihr wollt zum Beispiel Comiczeichner werden oder Steuerberater, dann ist es verbunden mit, dass ihr irgendwo anfangt, die Materie zu lernen. Ihr fangt am untersten Level an, am Fundament, und da klimmt dann einzelne, ja, wie soll man sagen, ja, Stufen und sozusagen dieses Doing. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, hier steht Lover and Real Man. Was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung. Beziehungsweise ich habe jetzt schon ein bisschen mehr Ahnung, aber das gilt herauszufinden. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr von eurer Musik leben wollt, oder wie ihr von eurem Comic leben wollt, oder wie ihr von eurem Buch leben wollt, oder Steuerberatung, oder was auch immer ihr anbieten wollt, oder Metzger, dann ist der erste Punkt, okay, das ist mein Traum. Der zweite, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Und dann beginnt die Recherche. Und das ist sozusagen auch das, ihr müsst wissen. Manchmal gibt es aber auch dann Schritte, wie zum Beispiel vorgefertigte Schritte, wie zum Beispiel, ihr möchtet Gitarre spielen lernen. Aber gut, davor kommt dieses keine Ahnung. Das ist das, was mich sehr bestimmt jetzt. Also, ich habe meine Gitarre 2006, hat meine Schwester sie mir geschenkt. Und jetzt ist schon 2017, es sind 10 Jahre vergangen. Ich habe es sehr, sehr amateurhaft immer wieder gespielt und lange war sie auch vergessen, weil ich eben nicht wusste, wie steige ich ein in das Ding. Und wichtig ist, und da kommt es jetzt auch, ihr müsst auch dieses Ding einschalten, das bin ich jetzt, das möchte ich wirklich werden.
Also zum Beispiel, wir kommen jetzt auch gleich zu dem Punkt Identität. Also ihr wollt etwas sein. Der Traum ist zum Beispiel bei mir wirklich Gitarre spielen zu wollen, weil es mir Spaß macht und weil ich gern anderen Leuten. Also der Grundgedanke hinter der Gitarre war, ich habe Lust, Gitarre zu spielen, mir macht es Spaß und ich habe Lust, diesen Spaß mit anderen Leuten zu teilen. Das ist der Traum. Jetzt ist er ungefähr 10 oder 11 Jahre ist er geschliffen oder hat er in so einer Loop. Da waren natürlich auch andere Prioritäten. Das ist ja klar, dass man nicht alles vorne anstellen kann. Ihr seht schon auch zum Beispiel, ich habe jetzt die letzten 4 Jahre meine ganze Energie auf die Comiczeichnerei verwendet und viele Sachen, die ich sein wollte, haben einfach mussten hinten dran gestellt werden, was teilweise bitter war, aber man musste dann gucken, was ist das Wichtigste in meinem Leben und wo baue ich das Fundament auf. Genau. Andererseits wusste ich, dass zum Beispiel die Kunst, das ist etwas, was ich jeden Tag geben will und das ist das, wo sozusagen dann das Geld reinkommt und mit diesem Geld kann ich dann die anderen Sachen finanzieren. Ich hoffe, das Video läuft, ich check das mal. Man kann immer nie sicher sein, ja. Genau. Und ihr schaltet dann praktisch diesen Hebel um und diese Sache, die ihr werden wollt und diesen Skill, den ihr braucht, also ihr müsst sozusagen dann wissen, keine Ahnung, wo fange ich an, dann seht ihr, ah, okay, das ist der Prozess. Zum Beispiel, ich möchte irgendwie Muskeln aufbauen oder ich möchte zeichnen lernen oder ich möchte Gitarre oder ich möchte meine Traumpartnerin finden. Dann bin ich mir sicher, dass da nicht irgendwie einfach, eventuell klappt es natürlich über irgendwie Tinder, aber mit Sicherheit ist da auch etwas involviert, was eben Skill oder eben, wie heißt denn Skill auf Deutsch? Also praktisch, da gibt es einen richtigen Weg. Ich muss jetzt kurz googeln. Skill. Ja, Fähigkeit, Geschick, Eignung, Fachkönnen, genau. Das ist nämlich das, was ich in dieser Welt einfach viel zu oft sehe und was mir extrem den Nerv raubt, weil ich ihn eben nicht hatte. Also ich bin extrem skilllos, was zu extrem beschissenen Sachen führt, also zu richtig traurigem Leben. Was aber gut ist, dass man dann weiß, okay, ich habe den Traum, ich bin hier unten extrem skilllos, deswegen bringe ich euch das jetzt bei, weil ich auf gar keinen Fall will, dass ihr genauso leidet wie ich. Aber es gibt sozusagen eine Kunst, eine Qualifikation, eine Kunstfertigkeit, ein Können, eine Geschicklichkeit, eine Befähigung, eine Fähigkeit, Gewandtheit, Handfertigkeit, Geschicklichkeit, die man lernen muss in allem, was man sich vornimmt. Sei es Geldsachen, also auch wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich habe keinen Bock, arm zu sein oder ihr möchtet ein bisschen mehr oder ich möchte reisen, dann muss euch klar sein, dass dieser Skill erlernbar ist. Und oft sieht es auch aussichtslos aus, weil es ist so eine Riesenbaustelle oder es gibt so viele Baustellen. Und das ist bitter. So ist es bei mir auch. Dann muss man aber auch trotzdem eins nach dem anderen machen oder eben klein anfangen. Genau, und wir kommen damit dazu. Genau, also ihr habt verstanden, ihr habt einen Traum, ihr wollt etwas sein, ihr seid es eventuell noch nicht. Das heißt, ihr müsst etwas tun. Ihr müsst sozusagen diese Fähigkeit, diese Practice, diese Übung erlernen und ihr werdet dann von Amateur zum Profi. Wenn ihr Profi dann seid, dann ist es auch gar nicht mehr so ein Big Deal, sondern ihr habt dann eine gewisse Identität. Das heißt zum Beispiel, ich weiß noch nicht, ob ich mich Comiczeichner schimpfen kann oder sagen kann, dass ich einer bin. Ich sage jetzt, ich behaupte mal, ich bin Comiczeichner. Aber es hat einfach Übung gebraucht, hier hinzukommen. Und jetzt bin ich's. Und wenn man es dann mal ist, dann ist es auch keine große Sache mehr, aber man schätzt es trotzdem. Man weiß, was man alles investiert hat. Und dann wird es zur Identität. Und wenn es eure Identität geworden ist, wie zum Beispiel meine Identität ist, ich bin ein ehrlicher Mensch. Wenn ihr mich was fragt, dann kann ich eigentlich fast nur noch ehrlich antworten. Was nicht immer erstmal nicht so einfach erscheinen mag, aber für mich gibt es keine Alternative, weil ich gesehen habe, dass sozusagen auf Lügen und auf Angst, das ist immer so eine Sache, das gibt dir so einen kurzen Push, aber auf die lange Sicht zahlt man da drauf. Das ist das, was ich erfahren habe oder meine persönlichen Erfahrungen sind. Das heißt, sobald etwas eure Identität ist, also okay, ich mache die Sache richtig, wie wird sie richtig gemacht? Gucke ich, was ist der richtige Prozess? Wenn ich eine Sache haben will, dann sage ich, okay, wie geht man da am besten ran? Meine Identität
ist mittlerweile so, ich bin Comiczeichner, Autor, ich möchte aber auch Familienmensch sein, ich möchte mich aber auch nicht aufopfern, ich möchte reisen. Und auch wenn vieles dieses Jahr zu kurz getreten ist, dann ist das trotzdem in meiner Identität, also es ist Teil von mir. Genau, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar, da geht es um die Bücher von Stephen Pressfield, die sind da oben. Ich werde es dann unten noch verlinken, das heißt The Art of War und The Work. Ich habe schon gesagt, da gibt es diese Resistenz, die euch zurückhält, so etwas wie eine böse Macht, die nicht will, dass ihr sozusagen voranschreitet. Und ich kenne die nur sehr gut. Das heißt, man möchte anfangen mit der Arbeit und dann stattdessen hängt man irgendwie am Laptop oder am Tablet oder am Handy und macht tausend andere Sachen. Oder man möchte anfangen mit der Arbeit und fängt dann an, das Zimmer aufzuräumen oder irgendwelche Sachen aufzuräumen oder Sachen. Und das ist dann Resistenz. Da kommen wir hier auch zu der Now Habit. Und oft verursachen große Arbeiten, wie zum Beispiel, ich habe jetzt hier Heft Nummer 1 gemacht und Heft Nummer 2 hatte ich eigentlich, also für alle Hefte steckt die Idee schon hier oben drin. Aber irgendwie, das ist halt irgendwie krasse Arbeit. Und man fragt sich, wo fange ich an? Wie bewältige ich diese Arbeit? Weil manchmal ist es dann Mammutwerk, wie zum Beispiel, okay, ich möchte jetzt Musiker werden. Oder ihr habt einen Berufswunsch oder ihr habt irgendeinen Wunsch, dann geht es meistens nicht von heute auf morgen. Also man möchte immer am liebsten gleich losspielen oder gleich loslegen. Das ist natürlich schön. Also man möchte gleich dabei sein oder man möchte gleich super toll und stark sein. Man möchte schon angekommen sein, weil einfach man möchte dabei sein und nicht sozusagen getrennt von einer Sache. Das führt aber dazu, dass wir dann manchmal einfach uns zu viel auftischen und das nicht wegkriegen. Das ist klar, das macht man am Anfang immer. Und dann zwingt man sich dadurch, wie zum Beispiel, jetzt ist es Winter, jetzt werden sich viele einen anfuttern und dann wird nächstes Jahr der Sommer kommen und viele werden das dann abtrainieren wollen. Und dann werden viele sagen, ich muss, bis dahin muss ich fertig sein, es ist sehr wichtig, es muss perfekt sein. Und ich habe keine Zeit für irgendwas anderes. Das sind die klassischen Fehler, die fünf klassischen Fehler. Und diese fünf klassischen Fehler, die habe ich auch begangen und begehe sie wahrscheinlich immer noch. Aber es wird besser und wir kommen jetzt gleich dazu. Das heißt, ihr habt ein riesen Mammutprojekt oder ihr habt ein großes Projekt oder ihr habt einen Traum und ihr wollt diesen bewältigen. Und oft versucht ihr es dann mit Zwang. Und mit Zwang geht es auf jeden Fall eine Zeit lang, aber ihr sozusagen arbeitet wie so ein bisschen auf Kredit oder ihr schafft irgendwas ab. Also da verbraucht sich etwas, was dann nicht schnell genug nachwächst. Wie ihr rodet den Wald, ohne dass ihr Bäume nachpflanzt. Und wenn ihr auch den Druck habt, ich muss fertig werden, das habe ich zum Beispiel letzte Woche gemacht, ich habe so viel dann gearbeitet und habe mir dann keine Freizeit gegönnt, dass ich einfach, ja, die Arbeit hat mich einfach so ein bisschen so überwältigt. Ich habe mir dann nichts, ich war dann nicht wirklich laufen, nicht wirklich unter Freunden und nicht wirklich unter Ding. Und dann war weniger von mir da. Also der Wald war gerodet und nichts ist mehr nachgewachsen. Und dann immer so, das muss perfekt sein. Und dann habe ich gemerkt, ich habe hier Sachen skizziert für den Last Pickup Artist Band 2. Und die Skizzen sehen gut aus. Und manchmal, wenn ich dann anfange zu zeichnen, dann verbringe ich da viel mehr Zeit. Und das ist ja okay, dass es auch ein bisschen besser wird. Aber eigentlich wäre es schön, das endlich mal fertig zu machen und manchmal reicht es, also manchmal, wenn der Kuchen sozusagen gebacken ist, da braucht es dann nicht irgendwie 10.000 Sachen noch mehr, sondern ihr wisst, was ich meine, ne? Also manchmal ist es gut genug. Und diese Perfektion, ich glaube, die kann man gar nicht. Also perfekt ist. Es gibt natürlich schon Sachen, die sind sehr perfekt, sehr schön gemacht, da ist dann sehr viel Handwerk eingeflossen, aber ich glaube, die Perfektion kommt mit der Übung. Ich merke es gerade selber, also ich trainiere sehr viel hier gerade. Und je öfter man Sachen übt oder zeichnet, da stellt sich dann Perfektion automatisch ein durch die Übung, durch das, dass man begriffen hat, wie es simpler und einfacher und schneller und besser und schöner geht. Das heißt, die Perfektion ist nicht am Anfang da, die kommt mit der Übung. Und dass dieses Projekt wichtig ist und alles andere dann hinten dran steht. Diese Fehler habe ich dieses Jahr oft gemacht. Ich wollte das gar nicht machen, aber
Naja, man denkt immer, das ist sehr wichtig und alles andere muss hinten dran stehen und ich muss das machen und dann erst kann ich mir irgendwas gönnen oder ich muss zum Beispiel erst auf die Prüfung lernen. Das Problem dabei ist, dass ihr sozusagen, ihr stellt eure ganze Freude hinten an und fokussiert euch nur auf eine Sache und das ist sehr gut, aber ihr könnt nicht nur von einer Sache leben. Das heißt, ihr braucht auch Freunde, Freizeit und hier steht drin Recreation, also diese freie Zeit, die füllt euch auch wieder. Wenn ihr zum Beispiel arbeitet oder Zeit investiert, ihr könnt nicht nur den ganzen Tag geben, so wie ihr nicht den ganzen Tag nur konsumieren könnt. Ihr braucht eine gewisse Balance. Und da kommen wir gleich dazu, wie ihr das macht. Und dann dieses, ich habe keine Zeit irgendwie für andere Sachen oder ich habe keine Zeit für Hobbys oder zum Spielen oder ich habe keine Zeit, ich muss nur arbeiten. Das ist eine Sache, die ich auch sehr lange gemacht habe. Und es ging eine Weile lang gut, aber ihr werdet irgendwann stumpf. Also wenn ihr ein Schwert benutzt zum Schneiden oder zum Kämpfen, dann müsst ihr das ab und zu auch schleifen. Und diese Freizeit, die gibt euch wieder Zeit für Freude, Zeit zum Durchatmen. Genau, wir kommen jetzt dazu. Das ist sozusagen diese Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, das ist typisch fürs Aufschieben und Nichtmachen. Produzenten arbeiten anders. Produzenten sagen, ich wähle. Statt ich muss. Das heißt, es kann auch eine Arbeit sein, die man vielleicht jetzt nicht so gern mag, aber man sagt, okay, statt dass ich es jetzt muss, sage ich, ich wähle, dass ich das jetzt mache und danach mache ich was anderes. Und dann schiebt man es nicht auf, sondern man wählt und macht es. Die zweite Antwort eines Produzenten oder Frage ist nicht, ich muss fertig werden und zwingt sich dann zu arbeiten und tut dann nichts, weil es so überwältigend ist, sondern wann kann ich starten? Und dann auch nur einen kleinen Schritt. Kann ich eine halbe Stunde arbeiten oder kann ich aus der halben? Also, das ist der Produzent fragt sich nur, wann kann ich anfangen? Die Antwort ist meistens heute oder morgen. Am besten immer heute und dann immer nur für eine halbe Stunde. Und ihr werdet sehen, wenn ihr mal dann drin seid, dann ist es dann nicht so schlimm. Nummer drei, und das geht schon mit dem I can take one small step. Also, was ist sozusagen der kleinste Schritt oder der nächste Schritt, den ich nehmen kann? Und oft ist es zum Beispiel so, ich habe jetzt angefangen, Gitarre zu spielen und übe jetzt gerade zum Beispiel das Hotel California. Und da war der erste Schritt einfach mal alles einmal durchspielen, einmal dann durchsingen, dann den Strumming Pattern und dann Stück für Stück wird es dann zusammenkommen. Aber erstmal macht man die Einzelteile. Und immer einen kleinen Schritt und meistens reicht immer schon eine halbe Stunde. Und wenn man dann noch Lust hat, kann man also nochmal eine halbe Stunde dran setzen. Aber meistens reicht auch eine halbe Stunde bis 45 Minuten, um an einer Sache konzentriert zu arbeiten. Und dann, wenn man natürlich das die Tagesarbeit ist, wie bei einem Comic, dann kann man das unterteilen in mehrere 45 Minuten Blöcke. Genau. Und dann ist hier zum Beispiel Nummer 4, dass man eigentlich auch nur menschlich ist und Fehler passieren, dass man nicht so hart mit sich selber ins Gericht geht. Oft macht man dieses, ich muss perfekt sein und dann oft sagt man, okay, wie soll ich perfekt sein? Ich habe damit gerade erst angefangen, ich lerne. Also diese Lernmentalität. Das heißt nicht, dass man nicht versucht, immer das Beste rauszuholen, aber dass man sagt, okay, für diesen Moment reicht's, das wird dann nochmal besser. Und Nummer 5 ist sozusagen das Beste, was mir dieses Jahr passiert ist, und das kam ziemlich spät, dieses I must take time to play, also dass man wirklich Freizeit nehmen muss und wirklich Freizeit plant, beziehungsweise den ganzen Tag so plant, dass er angenehm ist und dann sieht, okay, wo sind meine freien Stellen und in denen arbeite ich. Und das zwingt einen ein bisschen dazu, dass man sagt, zum Beispiel, bevor ich anfange, gehe ich eine Runde laufen, abends, bevor ich ins Bett gehe, möchte ich noch eine Runde Luft schnappen. Und man sieht dann, okay, damit du da und da essen kannst und da Freizeit hast und da dich mit den Leuten treffen kannst, musst du hier und hier arbeiten. Und du musst auf jeden Fall. Also das ist dann kein Müssen, aber ich wähle, dass ich in diesen Zeiten arbeite. Oder heute, ich habe auch, glaube ich, dieses Video ein bisschen raufgeschoben, weil ich nicht genau wusste, wie groß wird es, wie umfangreich wird es. Meine Sachen, oft quatsche ich sehr viel. Ich weiß nicht, ob die Essenz dann sehr gut ist. Ich denke ja. Aber ich habe schon gemerkt, da baut sich Resistenz auf. Wo fange ich an, wo gehe ich hin? Aber es ist ja eigentlich schon alles geplant und layoutet. Das heißt, ich muss dann nur durchgehen. Und es ist auch schon eingeplant, dass ich heute Abend auf jeden Fall unter Leute gehe oder was Tolles mache. Egal, ob ich dann irgendwie zum Hobby gehe oder zum Kinoclub oder was auch immer. Und ich merke auch, und das ist das, was ich dann gemerkt habe, auch dieses Jahr,
Wenn ich durchzechte Nächte hatte oder Sachen, die mich inspiriert haben oder wenn ich irgendwo tolle Leute kennengelernt habe oder irgendwas immer war, dann war das immer besser, weil ich sozusagen dort, nachdem ich alles gegeben habe an einem Tag oder vieles gegeben habe, konnte ich dort dann wieder neue Energie schöpfen durch Musik, Leute, Tanzen, Essen, Zusammensein mit Leuten. Oder auch einen guten Film. Also es muss jetzt nicht immer, ihr müsst nicht immer rausgehen, aber zumindest baut euch Freuden ein und nutzt diese Freuden, genießt sie. Also wenn ihr, das ist eine Sache, die ich teilweise noch ein bisschen lernen muss, aber wenn ich sozusagen bin in der Freizeit, dann bin ich in der Freizeit. Wenn ich an der Arbeit bin, bin ich in der Arbeit. Nicht, dass man beides immer ständig vermischt. Und das ist eine Sache, wie zum Beispiel, es gab auch Zeiten, da habe ich dann entspannt und habe dann gedacht, so, aber ich sollte eigentlich arbeiten oder du bist an der Arbeit, aber dann guckst du dann irgendwas wegen Entspannung. Versucht wirklich, ja, da konzentriert zu bleiben. Und bei diesem Buch gibt es auch dann sozusagen diese Unschedule, also sozusagen diese, nicht, dass ihr da alles reinpackt, also ihr habt den Wochenplan. Meine Wochenpläne sehen im Moment gerade so aus. Hinten schreibe ich immer drauf, was für mich wichtig ist, auf lange Sicht. Das ist aus Stephen Coveys Buch, aber das ist sozusagen auf lange Sicht wichtig. Das ist, was ist mir auf kurze Zeit wichtig oder was muss ich erreichen. Da stehen meistens nicht viele Sachen. Und dann strukturiert man den. Und ich strukturiere den auch so, dass ich da nicht nur Arbeit drin habe, sondern ich habe da Freunde und Familie drin, kommt meistens viel zu kurz bei mir. Ich habe Abenteuer drin, das kommt manchmal auch sehr kurz bei mir im Moment. Dieses Jahr war sehr arbeitsfixiert, was ich niemandem raten würde, aber so war es jetzt eben. Hier Health steht dran, Wochenplan, also trainieren und Trainingsplan schreiben und eben auch andere Sachen. Und so seht ihr, ist es dann strukturiert, hier geht es dann zum Freitag, Samstag, wird es ein bisschen weniger. Vieles kann man dann auch hier intuitiv machen. Es ist aber schön, einen Plan zu haben und manchmal auch einen Plan zu haben, dass man weiß, okay, hier habe ich Verabredungen, hier möchte ich das machen und dann weiß man schon, wo sich die Arbeit da einfügen wird. Genau. Was jetzt wichtig ist, sozusagen aus diesem Ding hier, ist sozusagen, dass wenn ihr unten anfangt, bei was ihr werden wollt und eurem Traum, wo ihr hin wollt, unterscheidet sich das eigentlich nur durch eure Gewohnheiten. Und eure Gewohnheiten sind praktisch euer Tag. Wann steht ihr auf? Frühstückt ihr? Frühstückt ihr nicht? Wo geht ihr arbeiten? Was arbeitet ihr? Was esst ihr? Trainiert ihr? Habt ihr Zeit? Wie verbringt ihr eure Freizeit? Mit welchen Leuten verbringt ihr eure Zeit? Wie verbringt ihr eure Zeit mit euch selber? Das heißt, man kann alles runterbrechen auf die Gewohnheit. Und diese Gewohnheiten ist sozusagen der Skill eures Lebens, also die Fähigkeit, euer Leben zu gestalten, euren Tag zu gestalten, eure Woche, euren Monat, euer Leben. Je besser eure Fähigkeiten sind oder diese, wie sagt man, die Kunst, ja, desto glücklicher werdet ihr sein. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, manchmal vorm Aufstehen habe ich immer gehabt, Aufstehen und Lesen. Eine Zeit lang, als es dann Lesen langweilig wurde, habe ich dann eine Zeit lang Lesen und YouTube und dann erst anfangen mit der Arbeit. Und da bin ich aber eher versumpft. Also beim Lesen habe ich dann ein paar Kapitel gehabt, zum Beispiel, und konnte dann direkt loslegen beim Arbeiten. Oder bin laufen gegangen und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Beim YouTube war es immer so, ah, ich gucke nochmal das Video oder das Video geht noch ein bisschen. Und in der Zeit habe ich dann aber auch nichts gemacht. Ich habe, das war eine sehr viel schlechtere, wie sagt man, Habit, was ist das? Habit, Angewohnheit, ja, Gewohnheit. Es war eine sehr, also für mich eine schlechtere Gewohnheit. Oder zum Beispiel habe ich jetzt gemerkt, ich habe jetzt wieder angefangen mit dem Hobby und das hat jetzt auch wieder Zeit beansprucht und hat mir woanders Zeit weggenommen. Aber es gibt mir wieder ein bisschen mehr. Es gibt mir wieder mehr Leute, mehr interessante Sachen. Ich bin ausgeglichener, kann dann aber ausgeglichener auch weggehen. Also ich habe sozusagen nochmal ein Element erweitert. Genau. Und gleichzeitig, jetzt kommen wir auch dazu, oft verursacht auch die Sachen, die wir zum Beispiel uns wünschen oder erträumen, verursacht es Angst. Zum Beispiel, als ich jetzt angefangen habe mit dem Hobby, was sozusagen so kleine Miniaturen sind und dann bemalt man die und dann spielt man gegen andere Leute so kleine Kriegsspiele im Fantasy oder
ja, oder futuristischen Szenarien, habe ich gedacht, kann ich damit anfangen? Eigentlich möchte ich doch der tolle Musiker sein und eigentlich muss ich doch mein Comic fertig machen und ich muss Geld ran schaffen und ich muss was Gutes tun für die Gesellschaft und solche Sachen. Und dann fängt man rein, sich da rein zu nörden, zum Beispiel, ja. Wie es bei mir ist, in so Miniaturen, dann sagt man, ich bin da aber viel zu alt für sowas oder so und so. Und dann hat man manchmal Angst, oder wenn man zum Beispiel sagt, tut mir leid, dass ich sage das jetzt offen, aber ich stehe, es mich begeistern einfach auch Mädels, die zum Beispiel singen und tanzen und fit sind und solche Sachen. Und ich bin da dahinter und manchmal ist es so, das ist einfach nicht jede. Und um da zu sein oder um so eine Person kennenzulernen, muss man oft dann auch einfach, wie soll man sagen, auch in diesen Szenerien rumhängen. Oder zum Beispiel letzte Woche war ich eigentlich kaum wirklich weg, sozial. Ich war zwar schon unterwegs, aber ich war jetzt nicht wirklich feiern. Und das muss auch nicht immer sein, aber es ist sozusagen Teil meiner Identität, dass ich auch jemand bin, der auf Festivals geht oder Feste. Und sozusagen, und ihr merkt, manche Sachen, oder zum Beispiel jetzt kommt, ich möchte das Comic noch fertig werden, aber irgendwie wollte ich noch meine Familie und Freunde besuchen. Habe ich jetzt nicht und werde ich jetzt diesen Monat vielleicht auch nicht, weil ich gesagt habe, ich kann mich jetzt nicht stressen. Und so verursachen auch eure Träume auch Ängste. Und jetzt kommen wir auch an einen wichtigen Punkt. Als ich da am Filmset stand und ich gedacht habe, ich werde Comiczeichner, habe ich gedacht, ich werde das relativ zügig. Ich habe gespürt, ich kann zeichnen und ich habe gespürt, ich kann das relativ schnell aufbauen. Und ich habe auch gedacht, also ich sitze jetzt gerade noch in der Wohnung meiner Mutter und ich dachte auch, ich habe sehr viel schneller das Geld zusammen und ich hätte es auch schon sehr viel schneller haben können. Also Geld ranzuschaffen als Künstler ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber wenn ihr schnell und gut seid, dann kann man das schaffen. Es gab nur ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, die sind mir noch wichtiger. Und jetzt kommt's. Also, ich wollte auf jeden Fall dieses Comic erschaffen. Und ich glaube, das ist was sehr Wichtiges. Und ich glaube, dass es einfach nicht einfach nur bei Band 1 und 2 bleiben wird. Also im schlechtesten Fall sind es 4 Bände, aber ich glaube, das ist eine lange Geschichte, in dem ich mehr oder weniger fiktional die letzten 7 Jahre meines Lebens verarbeiten werde und auch viel einfließen lassen werde von dem, was ich im Leben gesehen habe. Und das auch nicht so, ah, so ist richtig, sondern einfach nur objektiv betrachtet oder als Storywriting oder Storytelling. Und um sozusagen das hier zu machen, das hat mich sehr viel Zeit gekostet, wie ihr jetzt auch sehen werdet. Also zum Beispiel, als ich, ja, also ihr braucht ein bisschen Dummheit, ihr müsst ein bisschen naiv sein. Also ich glaube, ich kann es schaffen, was aufzubauen, also die Schule aufzubauen, die Comics aufzubauen, diese International Community, diese tolle WG, dieses Haus mit Bauernhof, diese Selbstversorger. Und ihr müsst so denken, so, ja, ich mache das. Und manchmal muss man auch ein bisschen doof bleiben, damit man diesen Sprung wagt. Weil wenn ich gewusst hätte, dass diese nächsten 4 Jahre, also von 2013 und 2014, so bitter werden würden, weil ich auch weil ich vieles auch einfach nicht wusste. Und wenn man Sachen nicht weiß, dann macht man Fehler und dann verletzt man sich. Und es führt dann einfach zu zum Beispiel Einsamkeit, Armut, zu lauter Sachen, die man eigentlich überhaupt nicht haben will. Aber die haben auch zu sehr viel Wundern geführt, weil man eben das alles erfahren hat. Und weil man dann doch dem richtigen Ruf gefolgt ist. Und ich kann euch nur empfehlen, eurem richtigen Ruf zu folgen. Ich sehe da keine Alternative. Das ist ein Appell. Fühlt ihn euch rein. Weil jetzt habe ich zwar ein paar bittere Jahre durchgemacht, aber das ist dann so, wie wenn man zum Beispiel sagt, ja, okay, ich muss jetzt praktisch das nochmal als Konzept schreiben, aber dann ist die Reinschrift sauber. Und so habe ich das Gefühl, so in diese Richtung geht's. Und gleichzeitig habe ich mich für Sachen entschieden, zum Beispiel, Frage wäre gewesen, ziehst du nach Stuttgart? Wahrscheinlich hätte man, wenn ich einfach nur Aufträge gearbeitet hätte, für zum Beispiel einfach nur Illustration, hätte ich das locker schaffen können, wäre nach Stuttgart gezogen, hätte schöne und tolle Partys gehabt, hätte mehr Leute gesehen, vielleicht auch mehr mit Mädels Kontakt gehabt und so, weil hier bin ich ein bisschen in der Pampa, ist man ein bisschen abgeschieden, aber es war trotzdem sehr schön. Und ich habe auch trotzdem hier sehr tolle Erlebnisse und Erfahrungen und Leute kennengelernt. Und ich liebe auch die Natur. Auch wieder ein großer Zwiespalt. Und dann muss man sich entscheiden. Und zum Beispiel der Last Pickup Artist Nummer 2 ist jetzt zum Beispiel ein ganzes Jahr in der Produktion. Warum? Weil ich dazwischen 10.000 andere Projekte gemacht habe
A, um Geld zu verdienen, weil ich noch Versprechen einzulösen hatte und weil ich dachte, Projekte sind wichtig. Und dieses Projekt ist mir auch wichtig. Und ich habe für The Last Pickup Artist 2 sehr viel Recherche betrieben, sehr viel einfließen lassen, was ich wollte, dass es gut wird. Wenn ihr zum Beispiel seht, was in 24 Seiten dann reinwandert, also das habe ich zum Beispiel am letzten Wochenende, das sind hier einzelne Dinge, die ich recherchiert habe, wie zum Beispiel, was passiert, wie geht es vom Positiven zum Negativen, was passiert in der Story, was möchte ich sagen. Jede einzelne Seite ist nicht zufällig. Das heißt, jede einzelne Seite wird sehr simpel sein, sehr wenig Text haben, sehr wenig Panels, aber trotzdem werde ich ganz genau wissen, was passieren wird, was ist sozusagen die Wunde oder der Geist jeder meiner Charaktere, was ist die Lüge, an die er glaubt, was passiert, was ist der Konflikt. Und dann fängt es an, das sind zum Beispiel die ersten Seiten. Hier seht ihr über 24 Seiten runtergebrochen, was passiert, um was geht's. Und da hat man sich auf jeden Fall viele Gedanken gemacht. Und dann, was passiert in den einzelnen Seiten? Was passiert, was ist Seite 4, 5, 6? Wie steht es mit dem kompletten Comic in Verbindung? Und in The Last Pickup Artist 2 geht es praktisch sozusagen von, ja, also von dem, was wir gerade reden, von ganz unten nach ganz oben in diesen 24 Seiten. Und auch farblich gestaltet. Und auch erzählerisch gestaltet und auch mit Hochs und Tiefs. Und das ist so zum Beispiel einfach meine Symphonie, die ich jetzt lernen wollte. Und da steht auch dann zum Beispiel auch, dass die Farbgebung eher von Rot zu Orange zu Gelb und dann Richtung Purple. Und dann hört es auch auf mit dem Song Purple Rain. Und dann ist diese Episode zu Ende, weil es endet in der Karaoke-Bar. Jetzt habe ich ein bisschen gespoilert. Aber ihr seht, manchmal gibt man auch einfach sehr viel auf für seinen Traum und für die Dinge, die einem wichtig sind. Deshalb sage ich, man hat manchmal auch Angst zu träumen oder Angst dem zu folgen, was einem wichtig ist. Und diese Angst ist berechtigt, weil auf dem Weg dahin wird einfach ganz viel fehlen oder ganz viel Scheiße passieren. Aber es wird sich auch immer lohnen. Und manchmal gibt es auch keine Alternative dazu. Also diese Angst muss dann überwunden werden. Also zum Beispiel, ich war jetzt mit diesem Jahr nicht mit allem glücklich, aber als ich das hier fertig hatte und das dann verkauft wurde, oder zumindest irgendwie auf YouTube oder auch von Jeff Allen zum Beispiel auf YouTube vertont wurde in einem 10-minütigen animierten Ding, da merkt man, dass es einfach die Zeit überlebt, es ist nichts Schnelllebiges. Und jetzt kommt eine Sache, die ich aus meinem Hobby gelernt habe. Also das ist sozusagen die letzte Lektion für dieses Video. Genau. Also als ich mein Hobby angefangen habe, also ich müsste es euch jetzt zeigen, aber auf jeden Fall habe ich, glaube ich, gerade nichts da, aber da geht es auf jeden Fall um Miniaturen. Und das Ding ist das. Also ich habe es gesehen und es hat mir gefallen. Und am liebsten möchte man gleich mitspielen. Also zum Beispiel, da ist dann eine große Armee, hat dann 1000 Punkte, aber wenn man sich eine kleine Packung kauft, hat man erstmal nur 300. Und man möchte aber gleich loslegen, man möchte es gleich kaufen und zwar einen riesen Haufen Geld investieren, dann möchte man es am liebsten gleich alles kleben, schön bemalen und spielen. Dass das so schnell nicht geht, ist eigentlich klar, aber man probiert es trotzdem. Und dann gibt es auch sehr viele, zum Beispiel Rassen und Völker und Möglichkeiten und alles Mögliche. Und eigentlich braucht es ein riesen Know-how, sich da erstmal einzuarbeiten, damit man weiß, welche Armee möchte ich, was möchte ich machen, was gefällt mir, wie baue ich sie auf. Das heißt, jede einzelne Sparte ist nochmal sehr arg viel anders. Das heißt, auch wenn ihr zum Beispiel den Traum habt, Comiczeichner zu werden, was für ein Comiczeichner möchte ich werden? Was für Inhalte möchte ich machen? Was ist meine Spezialisierung? Was gefällt mir persönlich? Also was ist mein persönlicher Playstyle? Oder auch mit der Musik oder Gitarre spiele ich lieber was Klassisches? Bin ich der Hardrock-Fan? Möchte ich das mischen? Und solche Sachen. Am Anfang geht es genau Nummer eins. Finde heraus, was dir gefällt. Und das ist sehr wichtig. Und das ist auch ein Prozess, der leider eigentlich auch Zeit braucht. Also ihr müsst diese initiale, wie sagt man, Dummheit haben und auch gewissermaßen dumm bleiben und sagen, ja, ich möchte das, weil es euch einfach begeistert.
Und das ist was, was ihr euch bewahren müsst. Und dann müsst ihr sagen, okay, was gefällt mir daran oder was gefällt mir speziell? Und dann müsst ihr sagen, ja, ich möchte das. Also ihr müsst diesen Schalter umlegen und sagen, no matter what, egal ob ich drauf gehe, ja. Und dann auch nicht ja für einen Monat oder für 2 Monate und für 3 und dann seid ihr sozusagen, habt ihr keinen Bock mehr drauf, weil ihr sagt, das hat alles keinen Sinn, ich sehe da kein gar nichts, sondern ja fürs Leben. Das heißt, was auch immer passiert, egal ob sie mir Arme und Beine abschneiden, ich werde immer Comics zeichnen und schreiben. Das heißt, ich werde dann Mundmaler oder Fußmaler. Ich hoffe, ey, also ich glaube, ich werde bis ans Lebensende, bis mir der Stift aus der Hand fällt. Das habe ich entschieden, werde ich Comics machen. Und das werde ich auch machen. Und ich werde davon auch Kohle verdienen. Die Frage ist immer, wie. Und das findet man raus und langsam läuft's. Nummer 2 ist, starte klein und geduldig. Das heißt, beim Comiczeichnen, das Schönste oder Beste, was mir passiert ist, ich habe versucht, ein großes Projekt anzufangen. Das hat so lange gedauert und ich habe gesehen, ich komme da nirgendwo hin und war kurz vor dem Aufgeben, also kurz vor diesem Comiczeichner-Ding schmeißen, nach so 2 bis 3 Monaten. Und dann habe ich Gott sei Dank die Eingebung bekommen, zeichne immer nur eine Seite. Und aus einer Seite sind dann 4 Seiten geworden, sind dann 8 Seiten geworden. Dann hat irgendwo Möbius, also Jean Giraud, gesagt, zeichne mal 8 beste Seiten. Die 8 besten Seiten habe ich dann gezeichnet für Diablero und das war dann, hat mir sehr gut gefallen, weil das war also überschaubar, meine Planung, meine Umsetzung, meine Kolorierung. Und mir hat auch das Endprodukt gefallen und dann habe ich gesagt danach, okay, aber eigentlich geht es besser und dann macht man weiter. Oder auch jetzt zum Beispiel mit den Armeen, fang klein an, zum Beispiel, ja, ich kaufe mir erstmal eine Box und dann bastel ich die zusammen und dann schaue ich, dann bemale ich die langsam. Oder wenn ich sage, ich möchte ein guter Liebhaber werden, was kann man machen? Ich benutze kein Tinder. Aber ich kann heute Abend zum Beispiel irgendwo hingehen, in eine Bar, ins Irish Pub, da jemanden kennenlernen oder was weiß ich, einfach nur was Nettes sagen oder zum Beispiel zu einer, die mir gefällt, rübergehen und sagen, hey, ich bin Dario, hallo, fertig. Das heißt, ihr fangt erstmal sehr klein an oder wenn ihr zum Beispiel anfangt zu trainieren, dann macht ihr nicht gleich die 50 Liegestütze, sondern macht ihr am Anfang erst die 3 bis 10 Liegestütze. Und wenn das ist alles, was ihr hinkriegt, dann ist das alles, was ihr hinkriegt. Fangt klein an, fangt geduldig an. Nummer 3 ist immer so, was ist die Basis, was ist die Fundamente? Und zum Beispiel, damit man sozusagen das fertige Comic hinkriegt oder das fertige Buch hinkriegt oder egal, was auch immer fertig sein muss, es gibt meistens immer eine Basis. Beim Comic ist immer Idee, Aufschreiben, Layout, Thumbnails, also so kleine Boxen, was passiert, Bildchen A, B, C. Bei den Miniaturen ist es kaufen. Oder leihen oder schenken lassen und dann zusammenkleben, dann mit so einem schwarzen Spray drüber, dann die Grundfarben drauf tragen. Oder bei Gitarre ist, ihr besorgt euch eine Gitarre, ihr fangt an, die ersten Akkorde zu lernen, ihr übt langsam, ihr kauft euch ein Pleck, was auch immer. Es gibt immer Fundamente und Basics oder auch beim Trainieren, so die Basics werden immer sein: Liegestütze, Squats, egal mit Körpergewicht oder mit Gewicht. Es ist meistens kein Hexenwerk. Aber erst wenn man die Fundamente gelernt hat, dann geht man weiter. Nummer 4, immer noch klein, nicht zu viel auf einmal. Und das ist eine wichtige Sache. Zum Beispiel, ich habe hier auf meinem Wochenplan einfach mal, der ist jetzt sehr simpel. Der war eine Woche davor. Ja, okay, das sind jetzt ziemlich simpel. Aber eine Woche davor waren die noch sehr viel beladener. Das heißt, wenn ich hier hinten was draufschreibe, habe ich hier die Segmente zum Beispiel, also wichtig und important. Habe ich Karriere, Wohlstand, Liebe, Familie, Abenteuer, Gesundheit und solche Sachen. Und ich schreibe da wirklich nur eine Sache hin. Ich könnte jetzt auch 100 Sachen hinschreiben, aber dann ist man überwältigt. Dann hat man gar keine Ahnung, wo man anfangen soll. Das heißt, haltet es simpel. Ich habe 8 Sachen, in die ich mich auf meinem Leben, in meinem Leben konzentrieren will. Zum Beispiel steht bei Kreativität. Die Woche finde ich okay, aber da steht zum Beispiel einmal Kreativität, Gitarre und Tabletop spielen. Fertig, die 2 Sachen. Irgendwo steht noch Fahrradfahren. Bei Freunde, da steht zum Beispiel 2, 3 Freunde drin und dann, die man vielleicht länger nicht gesehen hat und dann vielleicht Familie noch. Bei Beruf stehen da 2 Sachen, der Last Pickup Artist 2 und noch die 4 Bilder für Christine fertig zeichnen. Das war's. Auch wenn ich Sachen habe, die noch später dann kommen, die stehen dann eben hinten auf der To-Do-Liste sozusagen, auf der Prioritätenliste.
Nicht zu viel auf einmal. Und seid auch nicht traurig, wenn nicht alles auf einmal funktioniert, weil letzte Woche habe ich zum Beispiel sehr viel Zeit investiert in mein Hobby und sehr viel Zeit investiert, auch wieder mit Freunden zu connecten. Und da kam dann sozusagen die Liebe ein bisschen zu kurz oder die Familie ein bisschen zu kurz oder die Gesundheit ging jetzt eigentlich. Aber das ist sozusagen so ein Rat, und deswegen sage ich diese Daily Habits. Das heißt, wenn ich jetzt aufstehe, trainiere ich eigentlich morgens, dann habe ich das schon weg. Und das ist eine Sache, über die ich nicht nachdenken muss. Ich sage einfach so, okay, ich trainiere jetzt, fertig, dann ist das weg. Oder hey, ich gehe jetzt laufen, oder ich habe jetzt Hunger, ich esse jetzt. Und so wird dann auch arbeiten und also ihr schafft euch sozusagen ein Hamsterrad, das für euch taugt. Und das euch auch dahin bringt, wo ihr wirklich hin wollt. Statt einfach zu sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, was ich mache. Und oft ist es so, man kennt es meistens zum Essen. Wenn ihr keine Einkaufsliste habt und ihr geht irgendwo rein, dann kauft ihr totalen Scheiß und habt dann irgendwas, was ihr gar nicht haben wolltet. Oder ihr wollt eigentlich Klamotten, ihr wisst eigentlich ganz genau, ich habe mir jetzt eine graue Jeans gekauft, weil ich wollte die schon lang. Aber wenn ich zum Beispiel nicht gewusst hätte, was ich haben will, geht man meistens in den Laden rein und kommt mit irgendwas raus, was geht so ist. Ja, also es ist schon immer wichtig. Nummer 5, bleib simpel. Eine Sache versus tausend Things. Also im Moment hat die Priorität, ich möchte zwar mehrere Comics machen, aber die Priorität hat dieses Comic, nur dieses Comic. Im Moment die Priorität hat zum Beispiel Trainieren, Körpergewichttraining und dann ist es wirklich auch sehr simpel. Also es ist eigentlich nur alles ohne Gewichte, aber Squats, breite Squats, Liegestütze. Im Moment, ich habe eine Mundharmonika, die ich noch spielen will, aber im Moment hat die Priorität Gitarre. Wenn die Gitarre läuft, dann kann ich anfangen, die Mundharmonika in die Hand zu nehmen und so weiter. Das heißt, wenn ihr versucht, die Dinge so hinzukriegen, dass die laufen, wie zum Beispiel, wenn ihr eure Schuhe bindet oder eure Zähne putzt, darüber denkt ihr nicht nach. Wenn die Sachen so laufen, dann könnt ihr neue Sachen dazu nehmen. Das bleibt natürlich nicht immer so und das ist auch eine Kunst, aber ja, ihr probiert es. Nummer 6. Nehmt euch sozusagen die Zeit, nochmal zu fühlen, was richtig ist, weil oft habt ihr zum Beispiel, ihr habt ein Schiff und ihr möchtet navigieren oder ein Flugzeug und oft kommt ihr vom Kurs ab. Oder manchmal verändert sich auch euer Kurs oder manchmal.